Ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Büroküche. Und zwar machen wir heute einen Pichelsteiner Eintopf. Falls du das Format noch nicht kennst, kurzer Hinweis, du kannst dich unter mixkoch.de in unsere E-Mail-Liste eintragen und dann schicke ich dir am Samstag alle Zutaten zu als Liste, sodass du im Prinzip einkaufen gehen kannst und dann die nächste Woche, wir kochen ja immer von Montag bis Freitag, alles im Prinzip mit mir hier zusammen kochen kannst oder eben abends mit deiner Familie zu Hause, wo auch immer. Wir lernen immer was Nettes, Interessantes kennen. Also für mich sind auch viele neue Sachen dabei und ich würde mich einfach freuen, wenn du zukünftig immer mit dabei bist. Ja, bei mir, also ich koche generell im Thermomix. Natürlich kannst du die Rezepte genauso gut auf deinem heimischen Herd nachkochen. Bei mir beginnt der Kochvorgang mit einem Klick auf diesen grünen Button hier. Lass uns starten. Als erstes benötige ich 3 Stängel Petersilie. Blättchen abgezupft, also ich habe mal die Stiele abgezupft und eine Zwiebel halbiert. Und dann fangen wir auch schon an, das Ganze ein bisschen klein zu hacken. Hierzu natürlich den Mixtopfdeckel aufsetzen und den Messbecher, damit nichts durch die Gegend fliegt. Und zwar für 3 Sekunden auf Stufe 6. Ja, ui, sieht hübsch aus, zusammen mit Zwiebeln mit der Petersilie. Na, und wie immer ist natürlich alles ein bisschen nach oben geflogen, aber schiebe ich mal schnell mit dem Spatel hier nach unten. Denn der nächste Schritt ist, als ständiger Zuschauer wirst du es wissen, wir dünsten jetzt die Zwiebeln. Und zwar machen wir das heute mit Butter. Und hierzu kommen jetzt noch 20 Gramm Butter in den Topf. Siehst, ist ein bisschen mehr geworden, aber ich denke mal, das ist verkraftbar. So, jetzt kommt anstelle des Messbechers unser Spritzschutz. In dem Fall kann ich jetzt meinen Spritzschutz, muss ich noch suchen. In dem Fall kann ich mal jetzt hier unser Gareinsatz verwenden. Und zwar für 3 Minuten bei 120 Grad werden die Zwiebeln jetzt in der Butter mit der Petersilie zusammen gedünstet. Immer schön rühren. Ja, jetzt sind die Zwiebeln mit der Petersilie in der Butter gedünstet und die Kartoffeln sind sogar schon ein bisschen vorgewärmt jetzt. Und zwar brauche ich jetzt 500 Gramm Kartoffeln in Stücken. Die kommen jetzt in den Mixtopf hinein. Jetzt 150 Gramm Knollensellerie in kleinen Stücken. Den Messbecher in den Mixtopfdeckel setzen. So. Und weiter geht's. Jetzt wird alles für 3 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Und dann schauen wir uns das jetzt mal an, falls du es zu Hause bei dir nachmachen möchtest, ohne Thermomix, dann sieht das Ganze so aus. Ne? Also die Kartoffeln, ja, in schöne kleine Stückchen. Ich würde sagen, so im Schnitt so 1 bis 1,5 cm Kantenlänge. Ja, und das andere ist ja im Wesentlichen, ja, genauso natürlich mit dem Knollensellerie. Na, also einfach ein bisschen klein machen. Gut, da haben wir das. Jetzt, ich schiebe nochmal alles runter. Und dann kommen die 750 Gramm Wasser hinzu. Zwei gehäufte Teelöffel der wunderschönen Gemüsebrühe. Rezept findest du hier im Kanal. Jetzt benötige ich noch einen halben Teelöffel Kümmel. Einen halben Teelöffel Salz. Einen halben Teelöffel Pfeffer nach Gefühl oder ein Viertel Teelöffel Pfeffer, nicht einen halben.
So, und jetzt kommt anstelle des Messbechers, den ich jetzt entferne, der Gareinsatz wie vorhin. Oder wenn du diesen hier hast, dann können wir auch direkt den Spritzschutz drauflegen. Sieht einfach hübscher aus. Ansonsten gibt es ja keinen Grund für. Und jetzt wird für 8 Minuten bei 100 Grad alles erstmal heiß gemacht. Auf der Rührstufe, also immer ein bisschen rühren. So, langsam wird unsere Suppe suppig sozusagen. Und jetzt kommt so ein bisschen das Highlight dran. 400 Gramm Hüftsteak in mundgerechten Stücken. Na, also in meinem Fall in etwa so. Nicht ganz richtig geschnitten, wie du siehst. Aber ich hoffe mal, sind nicht alle so. Nee, nee. Gut, weiter geht's. Anstelle des Messbechers jetzt den Gareinsatz verwenden. Haben wir eigentlich schon gehabt. Und nochmal für 15 Minuten bei 100 Grad das Ganze aufkochen. Und immer rühren. Ja, ich habe die Zeit gleich mal genutzt und mich um das Gemüse gekümmert. Und zwar benötigen wir jetzt 200 Gramm, also jeweils 200 Gramm Möhren, Porree, alles in kleine Scheiben schneiden. Na, 3 mm stark sollen die Möhren sein. Und 200 Gramm Wirsing. Ich habe jetzt mal das Innere vom Wirsing, was jetzt nur übrig war von unseren Wirsing-Rouladen, zerschnitten. Das sind auch so 200 Gramm ungefähr gewesen. Ja, und jetzt schauen wir mal. Jetzt geht es im nächsten Schritt darum, den Varoma aufzusetzen. Jetzt 200 Gramm Möhren hinein und 200 Gramm Porree habe ich bereits schon gemacht. Und dann kommt noch der Einlegeboden mit 200 Gramm Wirsing dazu. Und jetzt wird der Varoma verschlossen. Und dann warten wir nochmal 20 Minuten und dann ist das Essen fertig. Na, also nochmal 20 Minuten bei Varoma das Gemüse oben dampfgaren und das Rindfleisch nochmal weich kochen. Und immer mal rühren. So, jetzt wird der Varoma abgesetzt. Wie immer der Hinweis, etwas vorsichtig sein. Und Wirsing, Möhren, Porree in eine große Schüssel umfüllen und mit dem Mixtopf-Inhalt vermischen. Also jetzt kommt alles nochmal in einen großen Topf, heißt es auf gut Deutsch, wird nochmal durchgerührt und dann gibt es endlich was zu essen. Ja, ich mache dann wie immer von der Suppe, von dem Pichelsteiner, wie hieß es, Eintopf, nochmal, oder Pichelsteiner Topf, ein Foto und dann siehst du auch, wie es mir gelungen ist. Und ja, dann werde ich es mir schmecken lassen mit meinen Kollegen hier zusammen. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du demnächst wieder mit dabei bist. Dazu ist es hilfreich, wenn du den Kanal abonnierst. Und ich würde mich ja freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Natürlich nur, wenn es dir gefallen hat. Und wie immer auch der Hinweis, wenn du zukünftig mitkochen möchtest mit mir hier von Montag bis Freitag in der Büroküche, dann abonniere doch bitte unseren Newsletter und dann erhältst du pünktlich zum Samstag die Einkaufsliste für alle Zutaten, die wir hier gemeinsam zusammen kochen. Und ja, hast immer irgendwie eine nette Rezeptidee, lernst wie ich was dazu. Also eine schöne Sache, wie ich finde. Wenn du es genauso siehst, dann jetzt abonnieren. Und ansonsten freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.